Hier ist ein Bier, bitte schön. Ich bin dann auch gleich da, ja? Ja. Ich bin noch mal kurz in der Küche. Ah, Ralf, Ralf, was ist denn los? Und Ralf, dein Arm? Moment, ich glaube, das könnte irgendwie ein Problem. Warte mal, ich ruf mal kurz. Eins. Ralf, warte mal, Ralf. Ralf. Notruf der Berliner Feuerwehr. Ja, wo genau ist der Notfallort? Mischke ist mein Name, Semmelweichstraße 87. Mein Mann ist gerade ohnmächtig geworden. Ich glaube, der atmet nicht mehr. Frau Mischke, ja? Ich helfe Ihnen jetzt. Ja? Legen Sie Ihren Mann bitte auf den Rücken. Ja, das hat er von selber gemacht. Sie überprüfen jetzt bitte die Atmung. Ich stelle sie mal kurz auf laut, ja? Stellen Sie das Handy auf laut, das ist sehr gut. Knien Sie sich bitte neben Ihren Mann. Ja, das habe ich gemacht. Wir überprüfen jetzt gemeinsam die Atmung. Ja? Eine Hand auf die Stirn, eine Hand in den Nacken, den Kopf überstrecken. Mit dem Ohr gehen Sie bitte an den Mund. Können Sie Atmung hören oder fühlen? Nein, keinerlei. Keine Atmung. Gut, Frau Mischke, ich erkläre Ihnen jetzt die Reanimation. Ja. Wir werden jetzt eine Herzdruckmassage einleiten. Ja. Die Rettungskräfte sind bereits auf dem Weg zu Ihnen. Ja. Der Oberkörper ist frei. Noch nicht. Entblößen Sie bitte den Oberkörper Ihres Ehemannes. Ja, habe ich gemacht. Eine Hand auf den Brustkorb, mittig zwischen den Brustwarzen. Ja. Die nächste Hand auf die erste Hand. Jetzt drücken Sie bitte tief und kräftig, ca. 5 cm. Alle 2 Sekunden mindestens 2-mal drücken. Zählen Sie bitte laut, damit 1, ich höre, 2, 3, ob Sie schnell 4, genug 5, drücken. 6, 7, genau, 8, sehr 9, gut. 10. Zwischen der Herzdruckmassage bitte den Brustkorb immer entlasten, richtig hochkommen lassen. Ja? Zählen Sie bitte laut, Sie machen das sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 12. fester drücken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Frau Mischke, das machen Sie jetzt bitte so lange, bis die Rettungskräfte bei Ihnen eintreffen und ja, die Behandlung übernehmen. Ja, okay. 1, 2, 3, 5. Sie machen das sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Die Rettungskräfte sind bereits auf dem Weg zu Ihnen. Ja, wie lange dauert das denn noch? Die Rettungskräfte sind auf dem Weg zu Ihnen und werden in wenigen Minuten eintreten. Ich glaube, ich höre die schon. Sie drücken so lange weiter, bis die Kräfte dort sind und die Behandlung übernehmen. Ja, okay, mache ich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laut meinem System sind die Rettungskräfte jetzt eingetroffen. Sie werden jetzt die Gerätschaften vom Fahrzeug nehmen und werden dann gleich bei Ihnen sein. Sie machen das sehr gut, Frau Mischke. Immer kräftig drücken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut, Frau Mischke. Immer mittig zwischen den Brustwarzen kräftig drücken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hallo. Mein Mann ist zusammengebrochen und jetzt bewusstlos. Atmet 10 Minuten. 3, 2, 3, 2, 3, 4. Frau Mischke, die Rettungskräfte sind erst eingetroffen. Habe ich das richtig gehört? Ja, das haben Sie richtig gehört. Da Sie haben alles sehr gut gemacht. Viel Erfolg. Ja, okay. Dankeschön. Hallo. Ja. Ja. Nachdem sich die Respondentin am Telefon noch einmal vergewissert hat, dass die Rettungskräfte vor Ort eingetroffen sind, wird das Telefon... So, nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen sind, wird das Telefonat dann beendet. Die Ersthelfer, die Kameraden, die vor Ort eingetroffen sind, bereiten oder übernehmen jetzt die Herzdruck-Lungenmassage. Wir haben dazu parallel einen Defibrillator im Einsatz. Die Kameraden sind daran ausgebildet. Sie werden halbjährlich fortgebildet in dieser Reanimation. Der Einsatz des Defibrillators hat sich bewährt, möglichst schnell zum Einsatz zu kommen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr führen die Herzdruckmassage jetzt so lange durch, bis der ebenfalls alarmierte Rettungswagen eingetroffen ist.
der im weiteren Verlauf die Reanimation übernehmen wird mit weiterem medizinischen Equipment, was nur auf dem Rettungswagen verlastet ist. Und die Kameraden unterstützen dann die Kollegen vom Rettungswagen vor Ort. Geh doch mal rum, kannst du besser Bilder machen. Vielleicht noch eine kleine Erklärung am Rande. Der eine oder andere von Ihnen wird mit Sicherheit schon den gelben Rettungshubschrauber des Öfteren auch in der Klinik hat landen sehen. Bei dem Rettungshubschrauber handelt es sich um einen ganz normalen Notarzt und einen Rettungsassistenten, die an Bord sind. Der Rettungshubschrauber Christoph 31 Berlin ist im Benjamin Franklin Krankenhaus stationiert und startet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang von dort. Insbesondere am Stadtrand ist es immer wieder so, dass das Leitstellensystem anhand der Einsatzadresse erkennt, welcher Notarzt zur Verfügung steht. Das ist bei uns in Altlinike in der Regel der Notarzt auf der Feuerwache 53, Treptow, Großbediener Damm. Im weiteren Verlauf dann aus dem Krankenhaus Neukölln oder aus dem Krankenhaus Köpenick. Sollten alle drei Notarztwagen im Einsatz sein, dann startet bereits der Rettungshubschrauber aus dem Benjamin Franklin Krankenhaus, da er mit der Flugzeit viel schneller hier ist als der nächstgelegene Notarzt. Die am Telefon durchgeführte Laienreanimation mit unserer Frau Alexandra war also sehr erfolgreich. Ein Garant dafür, für eine gute Reanimation oder eine erfolgversprechende Reanimation, ist immer wieder die schnell eingeleitete Laienreanimation. Die Kameraden haben es übernommen. Das Defibrillieren war erfolgreich gewesen. Unser Ralf hat wieder einen guten Puls mittlerweile. Er wird jetzt durch das Personal vor Ort transportfähig gemacht. Er ist zwischenzeitlich intubiert worden, damit er medizinischen Sauerstoff bekommt. Er wird jetzt auf die Krankentrage verlastet und im weiteren Verlauf dann schnellstmöglich ins Krankenhaus gefahren. Dann geht es unserem Ralf nachher auch gleich wieder ganz gut. Hier links kam gerade noch die Frage, wie lange wird denn eigentlich reanimiert? Wenn vor Ort angefangen wird, dann wird so lange reanimiert, bis der Notarzt vor Ort den Abbruch.